Also der Typ ist wirklich voll nett. Ich habe ihm auch gesagt, er soll einen YouTube-Channel machen und seinen Strengths-Shop supporten, aber er mag das nicht so, dieses Directly Sell mit Videos. Er braucht einen neuen Designer, weil manche Sachen sind halt nicht so geil designt. Aber zum Beispiel die Hose ist einfach nur, die ist wahrscheinlich nice, aber sie sieht halt lächerlich aus. Ja, aber ich finde das Symbol schon richtig geil und viele Sachen sehen schon nice aus. Ja, die Jumping-Boxen sahen auch nicht so nice aus, finde ich, aber viele Sachen sind schon, sehen schon richtig cool aus. Man kann was besser machen. Ja, kann man immer. Ja. Ich brauche heute deine Hilfe. Ja? Nimm mal dein Handy raus und... Auf jeden Fall will er keinen YouTube-Channel machen, weil dieses Direct-Marketing und so will er nicht den Leuten einfach so nur den Channel, um zu verkaufen und so. Ja, mag es lieber. Guten Leuten was zu geben, die das dann weiterempfehlen, Mund zu Mund. Und das ist, finde ich, auch so die beste und legiteste und ehrlichste Weise. Einfach guten Leuten die Produkte geben, die guten Leute wissen, was gut ist, also die starken Leute. Und andere Leute sehen es dann und fragen und die empfehlen es dann weiter. Das ist dann wirklich legit. Bla bla bla. Anstatt kiss, so, kiss, bang bang. Anstatt so. Was soll ich machen? Nach Hause zu bringen. Achso, Google Maps. War doch eine Experience hier. Ja, war übelst nice. Gut, dass wir es nicht im Berlin Strengths abgeholt haben, weil jetzt haben wir das Lager gesehen. Eine nice conversation. Gut, dass Philipp das gesagt hat, ne? Gut, dass Philipp das gesagt hat. Das ist der Kleine, der gegen Misha antritt. Mit der Glatze. Ja, ja. Der war ständig bei uns im McFit. Ja. Und der ist auch vegan. Seit schon vor langem. Anderthalb Jahren schon. Sicke Shit, oder? Und der Akku blinkt. Ja. Ist vegan, ich verstehe es nicht. Aber nur geil, weil der Typ kommt mir immer so richtig grimmig vor. Ja, mir auch. Und ich dachte, das ist so ein richtiger Fleischesser, aber so ein richtiger Meathead, aber... Sick, Alter. Sick! Alles klar. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen Gürtel richtig benutzt, bitte einfach Philipp fragen, er macht ein Tutorial. Ja. Paket geholt. Was da drin ist, kann ich euch leider nicht sagen. Oder Philipp, sag's mal und ich piep's raus. Working hard and being brave. From Young People Ask for Advice, that's what I say. Work hard and be brave. Smooth time. So this is Casey Neistat. For those that don't know, he's actually one of my favorite YouTubers. So for me, I'm super... Casey Neistat! So, wir fahren jetzt los, holen den Julian ab. Pilzkopf. Pilzkopf, aka Klatzkopf. Drink water. Weil der zieht bei uns ein. Denn ich lebe hier auf 75 Quadratmeter, habe die meiste Zeit allein gewohnt und habe gesehen, yo, sharing is caring. Jetzt willst du halt mal richtig. Have your friends around you is nice and you also make some money, so it's win-win. Ja. Weil seine Eltern so, zieh aus und so, er weiß nicht wohin und zieht er hier ein. Wird den, dann. Nimm mal lieber den Müll mit. Ja, nimm mal den Müll mit, Julian. Ah, er ist ja noch nicht da. Er wird nämlich unser Knecht. Nein, Spaß. Ja, dann wird es hier richtig die Vegan WG, aka Fixie Gang, aka. Brosep. The Golden Three, aka Brosep Style. Verstehe ich nicht. Philipp erklärt's. Jo, wahrscheinlich kennen. Hab's gecheckt, oder? Canon. Ja. Was machst du jetzt damit? Soll ich mir einen Arsch stecken? Was denkst du denn? Essen? Nein. Okay. Nehme ich den Müll. Handy muss ich nicht mitnehmen, weil ich hab's im Auto vergessen. Hier ist meine Girlfriend. Und hier ist meine Ex. Furcht bei mir. Nein, nur Spaß. Oh mein Gott. Das ist echt auf. Nicht dein Ernst, oder? Alles klar. I stay true to the stairs. Oh my god. Look at this butt. Oh my god. Look at this butt. So, weil der Hausmeister hat mich schon auf dem Schirm, weil ich hier manchmal
Kisten nicht allzu klein gemacht habe, weil ich mein Bike immer hochtrage und sind ein paar schwarze Streifen. Aber ich scare mich immer weg und wenn der klingelt, lasse ich einfach Philipp immer aufmachen und ich bin einfach nie da. Ja, und hast du jetzt keinen Schlüssel oder was? Doch, habe ich schon. Aber, bitch please, you open the door for me. So. Weißt du noch, wo du dein Fahrrad hast, dein Auto hast? Ja. Genau da. Das ist mein Auto. Einsteigen. Okay. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. Auto am Start. Ja. Hier, die Flasche rein ins Auto. Und los geht's. Yo, wir sitzen hier im mattschwarzen Canon G7X. Hast keine Ahnung, was du laberst. Video Quality. Ist immer noch ein M6. M6. BMW M6 hier. Warum? Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Oh shit, wenn ich hier umkippe, wegen hier, hasse ich mich. Oh shit. Oh nein. Oh shit. Und kommt nicht so. Okay. Keine Drehung bitte, okay? Warum? Weil ich will noch lüften. Ich will noch lüften. Weil das Problem ist, mit Drehung kannst du jetzt einmal kurz stolpern. Also das Ding. Bla bla bla. Warum? Was soll denn das? Yo, yo, yo. No risk, no fun, oder was? Ich glaube, ich hier. Oh Mann, das macht Spaß. So, angekommen. Wo parken wir jetzt das Auto? Danke, Bro. Ja? Warte. Hallo? Hallo? Ja? Aha. Jetzt stehen wir vor der Tür. Okay. Wie es bekannt ist, bleibe die, die Atlantis. Ja, klatsch einfach hier hin. Super Mario. Sagt mal, wie ihr das neue iOS findet, mit diesem neuen hier zack zack, um die Apps rauszukicken. Ich find's nicht so nice. Aber wie alles im Leben, Gewöhnungssache. Und man kann jetzt hier bei den Notizen malen. Richtig nice. Ja, hat dich interessiert? Kein. Ist interessiert? Weil mir kein Streit und wie bekannt ist, wo leid ich lieb wie Atlantis. Er hat gesagt, er hat einen Aufzug. Ah, da ist sogar wirklich ein Aufzug. Ja. Weil der Spacki wohnt nämlich. Der Streitaufzug. Wohnt nämlich ganz oben. Was ist das? Was ist das? Ist ein bisschen viel zu breit. Viel zu breit. Es geht in den fünften Stock. Dieses Lied macht super Bock. Bro, du musst dich anschleichen. Da ist der Umzug leichter. Wie nennt man sowas? Verdrängerpumpe. Verdrängerpumpe? Oh, oh, oh. Rein, herein! Kann ich dich mal anlassen? Ja, klar. Bist du allein? Ja. Bist du wirklich allein? Hast du eine Katze da? Ja, mein Kater. Wo ist die Katze? Hinten nach links. Hinten? Auf der Couch wahrscheinlich. Nach? Mal sehen, ob er dich angreift. Hallo, Kotzi! Oh, hübsch sieht die aus. Schau mal. Du bist auf YouTube. Ja. Süße Katzi. Na? I smell like vegan flowers. You make a... Ja, du machst eine Yoga-Pose. Na, Gary? Katzenbuckel. Mhm. Süße kleine Katze. Selfie? Willst du dich mal selber sehen? Das wird richtig scary für dich, Katze. Ich glaube, der checkt es nicht. Yo, Katze. Ciao.